Körper. Französisch Polynesien, ein Inselparadies im Südpazifik. Von den rund 118 Inseln zeigt dieser Film einen Teil der sogenannten Gesellschaftsinseln. Zu denen gehören die Insel Tahiti mit ihrer wunderschönen Nachbarinsel Moorea, die Insel Raiatea mit der Vanilleinsel Taha und die wohl bekannteste Insel Bora Bora. Mitten im Nirgendwo, inmitten des Pazifiks. Gut 4000 Kilometer bis Neuseeland und 8000 Kilometer bis Südamerika sind die französisch-polynesischen Inseln ziemlich für sich allein. Insgesamt 13 der 118 Inseln gehören zu den Gesellschaftsinseln, dem wohl bekanntesten Archipel. Bei einer Reise in dieses wunderschöne Gebiet wird man unweigerlich auf dem Flughafen der Hauptinsel Tahiti landen. Mit der Stadt Papeete, welche das politische und wirtschaftliche Zentrum darstellt, ist Tahiti die Hauptinsel des Archipels. Tahiti gliedert sich in zwei Inselteile, der größere Teil Tahiti Nui genannt und der kleinere namens Tahiti Iti. Tahiti selbst ist geprägt von zwei erloschenen Vulkanen sowie einer wunderschönen Vegetation und zahlreichen Wasserfällen. Hört man die Worte Französisch-Polynesien, kommen einem meist paradiesische Bilder mit weißen Traumstränden in den Sinn. Der geneigte Urlauber wird jedoch alsbald feststellen, dass dies auf Tahiti nicht der Fall ist. Ferner gibt es auf der Insel wilde Natur und vor allem schwarze Strände. Die wenigen weißen Strände, die man antrifft, sind beinahe alle künstlich und aus touristischen Gründen angelegt. Das gewünschte Postkartenmotiv findet sich auf der Nachbarinsel wieder. Nur rund 17 Kilometer westlich von Tahiti erreicht man nach einer ca. 30-minütigen Fährüberfahrt Moorea. Hier gibt es sie. Die perfekte Mischung aus traumhaften weißen Sandstränden, wunderschöner Natur und einer grandiosen Unterwasserwelt. Schon unmittelbar unter der Wasseroberfläche trifft man auf ein kleines Paradies. In der Lagune von Moreas Saumriff tummeln sich zahlreiche bunte Fische. Auch größtenteils noch intakte Korallen erwarten den Urlauber bei einem Blick ins Meer. Begegnungen mit dem ein oder anderen friedlichen Stachelrochen sind hier sehr wahrscheinlich. Lohnenswert ist aber vor allem der Blick in die Tiefen des Meeres. Denn bei einem Tauchgang im Pazifik, welcher sehr gute Sichtweiten aufweist und mit rund 25 Grad Wassertemperatur stetig warm ist, begegnet man nicht selten Schildkröten und auch verschiedenen Haiarten. Ob nun unter Wasser oder an Land. Auf Moorea kommt jeder Urlauber garantiert auf seine Kosten. Ist er auf der Suche nach kleinen gemütlichen Strandabschnitten oder wünscht er doch eher die luxuriöse Unterkunft? Moorea ist sehr abwechslungsreich. Nebst den schönen Stränden und der noch schöneren Unterwasserwelt hat die Insel noch weitere Besonderheiten.
Moorea weist eine unglaublich vielfältige Vegetation auf und bietet dem Wanderer unterschiedliche und abwechslungsreiche Routen. Der Wanderer erlebt einen immergrünen Dschungel mit exotischen Pflanzen. Ob er nun einen Aufstieg auf den 899 Meter hohen Berg Morotui Bay wählt oder lieber entspannt spazieren möchte und dabei die Aussicht wie hier am Belvedere genießen will, von welchem er aus die traumhaften Cook und Opono Bay erblicken kann, das bleibt ihm überlassen. Moorea liegt im sogenannten Tropengürtel der Erde. Dadurch findet sich hier ganzjährig sehr feuchtes und warmes Klima. Will man die Reisezeit bestimmen, so gibt es Zeiten mit mehr und weniger Regen. Aber vor allem in der Regensaison kommt man in den Genuss von wunderschönen Wasserfällen. Dichte Wälder und wild bewachsene Landschaften bis hin zu atemberaubenden Wasserfällen. Es ist schon ein kleines Abenteuer, sich durch das Innere der Insel zu bewegen. Das Dschungelfeeling Mooreas wird nur durch eine weitere Insel getoppt. Raiatea. Wer hier wandert, kommt sich wirklich vor, als sei er im tiefsten Dschungel gelandet. Einerseits ähneln sich die Gesellschaftsinseln sehr, aber andererseits sind sie auch wieder recht unterschiedlich. Das Atoll Raiatea teilt sich mit der Nachbarinsel Taha das gleiche Korallenriff, bietet jedoch selbst keine sehenswerten Strände. Diese gibt es an den kleinen vorgelagerten Inseln, welche sich Motu nennen. Dafür weist Raiatea eine Vielfalt an endemischen Pflanzen, eingebettet in wunderschöne Landschaften auf. Das spirituelle Zentrum aller Inseln befindet sich auf Raiatea, das Marae Taputapuatea. Marae sind ein großer zeremonieller und religiöser Bestandteil der Kultur und jenes hier ist sogar Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Taputapuatea stellt den zentralen Tempel des frühen Polynesiens dar. Dieser gilt als der Ort, an dem die Welt der Lebenden an die der Vorfahren grenzt. Uturoa, die Hauptstadt der Insel. Hier finden sich zahlreiche Geschäfte, eine Markthalle und auch ein kleiner Hafen wieder. Von diesem Hafen aus fährt man in nur 20 Minuten zur Nachbarinsel Taha. Taha ist vor allem für den Anbau von Vanille bekannt. Zwar hat weltweit betrachtet Madagaskar den größten Anteil des Vanilleexports, aber von ganz Französisch-Polynesien stammt der größte Vanilleanteil von dieser kleinen Insel. Zwischen Blütezeit und verwertbarer Schote vergehen schon einmal gut 6 bis 8 Monate. Und weitere Monate dauert es, bis die Schote getrocknet ist und zu Pulver oder anderen Vanilleartikeln verarbeitet wird. Zurück auf Raiatea nehme man sich einmal die Zeit und umrunde dieses schöne Fleckchen Natur. Vor der weiteren Reise zieht es einen erneut an und in das Meer. Denn die nächste Insel ist für ihre paradiesische Unterwasserwelt bekannt. Die Insel Bora Bora.
Schon bei der Anreise auf die Insel ist ihr berühmtes ringförmiges Riff in der sogenannten Blauen Lagune deutlich erkennbar. Auf der Insel angekommen verläuft die weitere Anreise mittels Boot. Entweder zur Hauptinsel Bora Boras oder zu einem der Motus, an welchem sich die bekannten Luxushotels befinden. Auf einer Länge von rund 9 Kilometern und einer Fläche von rund 30 Quadratkilometern verteilen sich gerade einmal 10.000 Einwohner. Der aus dem Flugzeug bereits zu erkennende höchste Punkt der Insel ist der Mont Antemanou. Aber vermutlich interessiert sich der Reisende weniger für die Hauptinsel als vielmehr für das sogenannte Postkartenidyll. Dieses finden wir dort hinten auf den Motus. Der Matira-Strand ist der einzige Strand der Hauptinsel, welcher optisch an die Motus herankommt. Dabei handelt es sich um einen frei zugänglichen Strand im Süden der Insel. Wer nun also auf der günstigeren Hauptinsel seinen Urlaub verbringt, wird vermutlich an diesem Strand eine wunderbare Zeit erleben. Oder aber er nutzt die Möglichkeit einer Bootstour, um einmal eines der sich ansonsten im Privatbesitz der Luxushotels befindlichen Motus zu besichtigen. Und da ist es. Das bekannte Urlaubsparadies von Bora Bora. Neben den schönen Stränden ist es vor allem die Unterwasserwelt der Insel, welche man definitiv gesehen haben sollte. Ob nun Bora Bora oder Moorea. Ein jeder Reisende wird seine persönliche Lieblingsinsel finden bei einer Reise nach Französisch-Polynesien.